Antifeminismus ist eigentlich in ganz vielen Ideologien vertreten. Wir sehen, dass Antifeminismus bis weit in die sogenannte Mitte der Gesellschaft vertreten ist. Man darf aber dabei nicht unterschätzen, dass Antifeminismus ein Kennzeichen von rechten, rechtsextremen und faschistischen Ideologien ist. Antifeminismus steht quasi im Kern dieser Ideologien, denn Faschismus ist immer ein Ordnungsversprechen, nicht zuletzt ein Ordnungsversprechen, was Gesellschaftsordnungen angeht und was Geschlechterordnungen angeht. Das heißt, ein rechtsextremes Weltbild kann nur ein antifeministisches Weltbild sein. Und dieses Weltbild muss nicht zuletzt mit Gewalt durchgesetzt werden. Man sieht auch, wie schnell sich vor allem junge Männer radikalisieren, wenn sie in antifeministische Sphären geraten. Und das ist eines der wichtigsten Pipelines quasi, vor allem in einer Online-Radikalisierung mittlerweile geworden ist. Antifeminismus, dann kommt man dort rein und dann führt das ganz, ganz schnell zu verbaler Gewalt, aber auch zu körperlicher Gewalt bis hin zum Terror. Antifeminismus ist immer auch steht in diesen aktuellen Terroranschlägen, die wir gesehen haben von jungen Männern, ist immer ein ganz, ganz wichtiges Mittel. Das heißt, Antifeminismus ist zwar weit verbreitet in der Gesellschaft, ist aber ein wirklich markantes Kennzeichen von rechtsextremer und faschistischer Ideologie, wo das inhärent wichtig ist. Das heißt, es kann gar nicht existieren ohne ein antifeministisches Versprechen. Antifeminismus ist mittlerweile breit in der Gesellschaft angekommen, ausgehend von den extremen Rechten, aber mittlerweile wird das ganz breit diskutiert. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja nicht nur, hat ja nicht nur diese diskursive Ebene, sondern hat eine ganz klar materielle Ebene, wo wir darüber reden müssen, dass Gesellschaft neu geordnet werden soll im Sinne von Antifeministen und Antifeministinnen. Und da werden aber auch Fragen von Arbeit und wer arbeitet wie, unter welchen Bedingungen, werden da auch neu verhandelt. Das hat aber auch das hat diese Klassenebene, es hat aber auch ganz viel rassistische Diskurse, die damit reinspielen. Und das kommt dann alles zusammen. Und am Ende sehen wir, dass Antifeminismus ganz stark in unseren Alltag eingreift, wenn wir uns zum Beispiel fragen, wie bestimmte Berufe entlohnt werden oder nicht entlohnt werden. Also wer arbeitet denn in der Pflege, zu welchen Bedingungen, unter Pandemiebedingungen und wie werden diese Leute entlohnt? Wer arbeitet im Lockdown daheim und wird vielleicht nicht entlohnt? Wer macht die Care-Arbeit? Wer erzieht Kinder? Wer erzieht Kinder aber auch im Kindergarten oder in den Schulen? Wer bildet dort die Kinder? Und wie sind diese Berufe, wie sind diese Tätigkeiten gesellschaftlich angesehen und was wünschen sich eigentlich Antifeministen und Antifeministinnen für diese Leute? Es wird in Deutschland jeden dritten Tag eine Frau umgebracht. In den allermeisten Fällen vom Partner, vom Ex-Partner. Dabei haben wir es hier wirklich mit einem breiten gesellschaftlichen Problem zu tun, das durch alle gesellschaftlichen Schichten, durch alle Regionen geht. Und wo es eigentlich ein ganz lautes gesellschaftliches Stopp nicht weiter braucht. Das Problem beginnt natürlich weit früher, denn die Morde, die krasseste Form von antifeministischer Gewalt und von misogyner Gewalt, sind die Spitze des Eisbergs. Und wenn wir uns schauen, was es an Gewalt drunter geht, dann sehen wir, die Basis des Ganzen ist verbale Gewalt und ist ein Problem, dass immer wenn eine Frau in der Öffentlichkeit steht, dass ihr die Gewalt, die verbale Gewalt am Fuße folgt. Es gibt keine Frau, aber auch keine LGBTIQA-Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, die nicht sofort belästigt werden, angegriffen werden, stark sexualisiert angegriffen werden und wo man einfach sagt, ja, das gehört dazu, das ist normal. Aber es ist nicht normal. Und es ist ganz wichtig, das auch gesellschaftlich zu verbreiten, zu sagen, das ist nicht okay, das ist nicht normal, stopp, so wollen wir nicht zusammenleben. Wir sehen in Lateinamerika eine feministische Bewegung gegen Femizide. Wir sehen in Polen
eine feministische Bewegung für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Wir sehen es aber auch in Bewegungen wie Black Lives Matter, wo feministische Fragen eine ganz große Rolle spielen. Wir sehen es aber auch bei der sehr jungen Klimaschutzbewegung, nicht zuletzt bei Fridays for Future, wo Antirassismus und Feminismus eine zunehmend große Rolle spielen. Das heißt, wir sehen eigentlich auf der ganzen Welt feministische Organisationen, feministische Bewegung, und das ist wirklich etwas, was uns hoffnungsfroh stimmen sollte.